Das Wort hat Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich muss sagen, der Antrag der SPD, der die Grundlage Ihres heutigen Setzpunktes bildet, hat mich im positiven Sinne in Erstaunen versetzt. Ja, ich habe mich geradezu gefreut. Da das bei Anträgen der Opposition doch eher ungewöhnlich ist, will ich das betonen. Ich freue mich, weil diese Debatte mir zum einen die Gelegenheit gibt, noch einmal all das herauszustreichen, was die Landesregierung schon heute dafür tut, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Ich freue mich aber auch, weil dieser Antrag, wenn man ihn seiner Oppositionsrhetorik entkleidet, es ist ja klar, dass Sie sagen müssen, es ist alles noch zu wenig, es muss mehr geschehen, geschenkt. Wenn man alle diese Schlenker herausnimmt, findet sich in ihm erstaunlich viel Potenzial für gemeinsame Anstrengungen. Und ich möchte daher, vielleicht in Abweichung von dem normalen Gang der Debatten, durchaus herausarbeiten, wo wir in den Feststellungen übereinstimmen. Ich will Ihnen natürlich auch mit Vergnügen darlegen, dass die meisten ihrer Forderungen längst erfüllt oder auf gutem Wege sind. Naja, und dann gibt es natürlich auch zwei, drei Punkte, an die ich ein Fragezeichen setzen will, aber das will ich jetzt mal ausnahmsweise nicht in den Vordergrund stellen. Und deshalb, meine Damen und Herren, fangen wir mit dem Grundsatz an. Wenn Sie betonen, dass jeder junge Mensch sich für seinen persönlichen Bildungsweg soll entscheiden können und dass wir als Gesellschaft auf kein Talent verzichten dürfen, dann kann ich nur sagen, ja, das ist richtig. Und genau deswegen vertritt diese Landesregierung als bildungspolitische Grundprinzipien die Chancengerechtigkeit, damit jeder junge Mensch entsprechend seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten den für ihn bestmöglichen Schulabschluss erreichen kann. Die Bildungsvielfalt, also auch die Vielfalt der Angebote im Schulsystem, um jedem jungen Menschen noch einen individuell passenden Bildungsverlauf ermöglichen zu können, aber auch den Respekt vor der Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler und ihrer Eltern bei allen Entscheidungen über ihren Bildungsweg. Meine Damen und Herren, wir sind uns auch darüber einig, dass der Erwerb eines Schulabschlusses und eine solide Ausbildung im dualen System und/oder an der Hochschule die besten Voraussetzungen sind, die ein Bildungssystem seinen jungen Menschen mitgeben kann. Und genau deswegen freue ich mich so und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, in den letzten 5 Jahren kontinuierlich gesunken ist und dass Hessen heute die niedrigste Schulabbrecherquote unter allen deutschen Flächenländern aufweist. Und ich werde dafür kämpfen, dass das auch so bleibt, meine Damen und Herren. Und das gilt auch und gerade für die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Und deswegen bin ich dem Abgeordneten Rock dankbar noch einmal für die Frage am Schluss. Und wir wollen das Problem auch durchaus direkt benennen. Es geht um die Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Auch da hilft ein Blick zurück auf den Weg, den wir bereits zurückgelegt haben. Denn zur Jahrtausendwende, meine Damen und Herren, lagen wir in dieser Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund bzw. ohne ausreichende Deutschkenntnisse noch auf einem der letzten Plätze aller Bundesländer mit mehr als 20% Abbrecherquote. Und heute, wenn Sie sich den Bildungsmonitor 2017 anschauen, sind wir die Zweitbesten, fast 4 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt, also im positiven Sinn. Nicht, dass wir vorhätten, uns darauf auszuruhen. Jeder junge Schulabbrecher ist einer zu viel. Aber dass wir auf einem guten Wege sind, und dass wir auch schon weit vorangekommen sind, das darf man vielleicht doch auch feststellen. Und das bestätigt uns auch, weil Sie, Herr Rock, aus Welt Online zitiert haben. Ich glaube, da ging es auch um diese PISA-Sonderauswertung vonseiten der OECD. Und diese Auswertung, die in den letzten Tagen durch die Medien gegangen ist, die belegt auch ganz klar, es ist Sprache, Sprache, Sprache. Das Beherrschen der Bildungssprache Deutsch ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir jungen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund auch wirklich dann einen guten Weg durch die Schule ermöglichen können. Und deswegen liegt Hessen im Moment auf einem der vorderen Plätze, weil wir ein Gesamtsprachförderkonzept haben, das man noch weiter ausbauen kann, das man noch weiter optimieren kann. Aber wenn ich an unsere Vorlaufkurse denke, wo mittlerweile eine Rekordzahl von Kindern drin ist, wenn ich beispielsweise an unser Programm Deutschen PC denke, das wir ausbauen, dann zeigt das, wir haben die Instrumente, wir sind da auf dem richtigen Weg. Und wenn Sie sich diese Auswertung von Seiten der OECD noch einmal anschauen, dann sagen die, der entscheidende Faktor, und das ist übrigens auch das, was uns von Kanada oder anderen Ländern unterscheidet, der entscheidende Faktor ist, diejenigen Kinder, die die meisten Probleme haben, wenn sie ins Bildungssystem kommen, das sind die, wo zu Hause eben nicht Deutsch gesprochen wird. Und deswegen müssen wir da auf ganz breiter Front ansetzen, was die Sprachförderung anbetrifft. Auf dem Weg sind wir, aber da ist auch noch viel zu tun. Das will ich gerne zugestehen. Jetzt komme ich auch zu dem ersten Fragezeichen, meine Damen und Herren.
wir sollten vielleicht mit dem Begriff der Garantie etwas vorsichtiger umgehen. Eine. Da darf ich doch vielleicht mal auf den. Dann reden wir doch mal über unterschiedliche Formen von Garantie. Also, erstmal den Grund. Lassen Sie mich doch. Dann lassen Sie mich. Ich will es doch auch gerne erläutern. Aber lassen Sie uns doch erstmal den entscheidenden Punkt einfach feststellen. Eine gute Ausbildung verbessert die Chancen auf eine sichere Zukunft und ein selbstbestimmtes Leben ganz erheblich. Aber garantieren kann auch sie es nicht. Das steht auch in unserem Antrag nicht drin. Aber es steht im Antrag der SPD drin. Deswegen sage ich einfach nur, die Zukunft birgt immer eine gewisse Portion Unsicherheit. Wir sollten den Menschen nicht suggerieren, dass der Staat ihnen das alles abnehmen kann, meine Damen und Herren. Deswegen, das ist der zweite Punkt, sollten wir auch die Wirtschaft hier natürlich nicht aus der Verantwortung entlassen, indem wir, und das unterscheidet uns von dem Ansatz von SPD und Linkspartei, indem wir einfach pauschal sagen, der Staat hat einfach formal das alles zu gewährleisten, Garantie auf die Ausbildung, vielleicht noch auf eine adäquate Anschlussbeschäftigung. Das kann er nicht, meine Damen und Herren. Deswegen sollten wir uns auch hüten, hier falsche Erwartungen zu wecken. Und wenn Sie jetzt vor diesem Hintergrund noch einmal den Antrag der Regierungsfraktion lesen, dann werden Sie sehen, dass der Begriff der Garantie auch in einem anderen, in einem vernünftigen Sinne gebraucht ist. Und so macht er dann auch Sinn. Aber, meine Damen und Herren, ich will mich nicht in diese Begrifflichkeiten finden. Mir geht es noch um einen ganz anderen Punkt. Die Hessische Landesregierung arbeitet schon seit Jahren daran, die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung nicht nur zu propagieren, sondern auch mit Leben zu füllen. Wir haben lange darauf gewartet, dass sich die SPD mit gleicher Deutlichkeit zu diesem Ziel bekennt. Ich finde es gut, dass Sie es jetzt tun, und das ist eine Übereinstimmung, die ich sehr gerne feststelle. Und dann gibt es ein paar Dinge, auf die ich verweisen möchte, meine Damen und Herren, etwa auf die Schaffung von Transparenz über die Vielfalt der Bildungswege. Bereits beim Übergang von Klasse 4 nach Klasse 5, den wir jetzt grundlegend neu organisiert auf neue Füße gestellt haben, wo wir jetzt die beruflichen Schulen beteiligen, damit die Gleichwertigkeit der Möglichkeiten im beruflichen allgemeinbildenden System schon bei der Beratung der Eltern beim Übergang von 4 nach 5 zum Ausdruck kommt. Ich verweise auf die hohe Durchlässigkeit unseres Systems, dass man beispielsweise im Rahmen der dualen Ausbildung zugleich die Zuerkennung des Haupt- und auch des Realschulabschlusses erreichen kann, dass man auch nach dem Abschluss einer Ausbildung beispielsweise an Fachschulen die Fachhochschulreife erwerben. Ich nenne den mit der letzten Hochschulgesetzgebung eingeführten Modellversuch, nach dem Realschulabsolventen mit einer entsprechend qualifizierten Berufsausbildung freien Zugang zu gestuften Studiengängen erhalten. Eine derart weitgehende Durchlässigkeit, meine Damen und Herren, bietet kein anderes Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland. Ich verweise auf die brandneue Meisterprämie, auch ein erster Schritt in Richtung Gebührenfreiheit im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Ich verweise natürlich auf die verbindliche Berufsorientierung, die mittlerweile für alle Schulformen normiert ist und die demnächst auch noch in einer Verordnung konkretisiert werden wird. Aber, Frau Gnadl, gestatten Sie mir noch ein zweites Fragezeichen. Ich weiß ja, dass Sie sich von dem, was wir ohne dies schon tun, in irgendeiner Form absetzen müssen. Deswegen kommen Sie dann bei der Berufsorientierung darauf, okay, dann müssen wir in Klasse 5 beginnen. Ich erlaube mir, leichte Zweifel daran zu äußern, ob es uns wirklich so entscheidend weiterbringen wird, wenn wir jetzt schon die Zehnjährigen mit Berufsorientierung oder Berufsorientierung an die herantragen. Aber ich mache auch daraus keinen ideologischen Punkt, sondern uns auch daraus die Fachleute beraten. Wenn Sie sagen, Sie können auch mit den Fünftklässlern, mit den Zehnjährigen schon etwas anfangen in Sachen Berufsorientierung, bin ich auch für solche Dinge offen. Aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, an dem sich letzten Endes das Schicksal der Ausbildungsperspektiven unserer jungen Menschen entscheiden wird. Über die Rolle des Fachs Arbeitslehre haben wir erst kürzlich ausführlich diskutiert. Meine Damen und Herren, wir haben eine integrierte Ausbildungsberichterstattung. Da gibt es in Hessen bereits eine umfassende Erfassung aller Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Wir haben eine Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit, dass die Berufsberatung der Bundesagentur in die Schulen kommt und nicht darauf wartet, dass die jungen Menschen zu ihr kommen. Wir haben ein Programm namens QAP, das sehr erfolgreich dabei ist, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Wir haben den Schulversuch der zweistufigen Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung, die das Ziel verfolgt, explizit die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf den Übergang in eine duale Ausbildung vorzubereiten. Und nicht zuletzt deswegen ist ja auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in dem sogenannten Übergangssystem in den letzten Jahren um über 10% zurückgegangen. Auch das darf man einfach einmal feststellen. Man kann sagen, es sind noch immer zu viele.
Ja, das kann ich Ihnen sagen, aber sicher. Wir hatten im Schuljahr 2013/14 noch 20.800 Schülerinnen und Schüler im Übergangssystem und im Schuljahr 2017/18 18.599. Jetzt kann man sagen, das sind noch immer zu viele. Aber man kann doch feststellen, wir sind ganz offensichtlich hier auch auf dem richtigen Weg unterwegs. Und so gäbe es noch viel, viel mehr aufzuzählen, als die 10 Minuten hergeben, von denen ich sehe, dass sie auch schon abgelaufen sind. Deswegen gestatten Sie mir nur eine zusammenfassende Feststellung. Der Antrag der SPD enthält viel Gutes, allerdings nicht viel Neues. Neu ist dagegen, das habe ich ja der Presse der letzten Tage nehmen können, Ihr Wahlslogan. Und der inspiriert mich jetzt natürlich zu der Feststellung, meine Damen und Herren, wir machen Zukunft nicht nur jetzt, sondern wir sind schon ganz lange auf diesem Weg unterwegs. Trotzdem ist es für die Sache gut, wenn wir in vielen Punkten an einem Strang ziehen, so wie wir es heute in der Debatte vielleicht miteinander feststellen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Kollegin Gnadl, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte gerne noch einmal auch auf die Fakten zurückkommen, die ich schon zu Beginn meiner Rede heute deutlich gemacht habe, weil es mir doch so erscheint, dass insbesondere die Regierungsfraktionen und die Regierung hier versuchen, ein Problem kleinzureden, das es gibt, und zwar schauen Sie sich hier auch noch einmal die Zahlen an, die die Statistik der Bundesagentur für Arbeit im September 2017 herausgegeben hat. Und da steht nun einmal Hessen mit der Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen je Bewerberinnen und Bewerber mit 0,86 im Bundesländervergleich besonders schlecht da. Und eben nur NRW ist noch schlechter als Hessen an dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und daran sieht man doch, dass es dringenden Handlungsbedarf eben gibt, weil wir schlechter dastehen als andere Bundesländer. Und wenn Herr Bocklet dann darauf eingeht, dass 2.675 freie unbesetzte Stellen da sind und 1.865 unversorgte Ausbildungssuchende, dann ist das zwar richtig, aber dann ignorieren Sie, dass natürlich schon ein Teil der genannten jungen Menschen schon in das Übergangssystem übergegangen ist und eben nicht in eine Ausbildung und deswegen auch gar nicht mehr bei der Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber vorkommt. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte noch einen dritten Punkt deutlich machen. Und zwar können Sie bei der Bertelsmann Stiftung im Ländermonitor berufliche Bildung auch noch einmal sehr genau nachschauen, dass in keinem anderen Bundesland so große Übergangsschwierigkeiten gerade für junge Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und das ist doch ein Problem. Und deswegen haben wir ja schon vor Jahren deutlich gemacht, auch mit einem eigenen Gesetzentwurf, dass das Schulbesuchsrecht für junge Menschen bis auf 27 Lebensjahre hochgesetzt werden muss, damit eben eine Chance besteht, auch einen Abschluss zu bekommen. Und diese Landesregierung hat sich nämlich von diesem Ziel auf einen Abschluss, auf einen Schulabschluss längstens verabschiedet und mit InteA nur noch das Ziel dieses Ziel eines Abschlusses eben nicht mehr gewährleistet. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier gibt es sehr wohl noch erheblichen Nachholbedarf. Und auch im Bereich, wenn Sie sich anschauen, junge Menschen mit Behinderung. Das schlechteste Angebots-Nachfrage-Relation im Vergleich der Flächenländer für Jugendliche mit Behinderung. Auch das ist ein Problemfeld, das Sie noch nicht ausreichend angehen. Und wenn man sich die Zahl derjenigen in den Übergangssystemen anschaut, dann muss ich sagen, ich bin verwundert über das, was Sie in Ihrem eigenen Antrag schreiben. Hier schreiben Sie, das erklärte Ziel des Bündnisses Ausbildung Hessen ist es, aber möglichst viele Jugendliche in eine Ausbildung zu bringen und die Zahl derer im Übergangssystem zu senken.
Ja, dann tun Sie das doch endlich auch. Aber die Zahlen zeigen doch etwas anderes. Sie widersprechen sich doch mit Ihren eigenen Fakten. Denn wenn man sich die Zahl im Übergangssystem anschaut, dann sieht man, es sind jetzt mittlerweile 22.800 junge Menschen im Übergangsbereich. Und das sind 5.000 junge Menschen mehr als noch im Vorjahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt ruft der Minister zu, das seien nur die Flüchtlinge. Das ist ja eben nicht so, denn in Ihrem eigenen Bericht, Herr Al-Wazir, in Ihrem eigenen Berufsausbildungsbericht sagen Sie auf Seite 45, dass das zwar ein wesentlicher Grund ist, aber dass es noch andere Gründe gibt. Die benennen Sie zwar nicht, aber Sie selbst sagen, dass eben ein Teil in diesem Übergangsbereich, der mehr geworden ist, eben nicht nur Flüchtlinge sind. Also schauen Sie sich Ihren eigenen Bericht an und reden Sie die Probleme nicht klein, sondern packen Sie Reden Sie die Probleme nicht klein, und packen Sie die Herausforderungen endlich an. Und uns, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es sehr wohl um die Gleichwertigkeit der akademischen und beruflichen Ausbildung. Und das müssen wir nicht nur hier in diesem Raum alle zusammen fordern, denn die gesellschaftliche Realität sieht doch momentan anders aus. Deswegen müssen wir alle gemeinsam auch dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass es eine Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung geben muss. Und dabei geht es der SPD-Fraktion hier nicht darum, irgendwelche Feindbilder hochzuziehen, sondern es geht uns darum, dass wir eine gemeinsame Kraftanstrengung brauchen, aller Fraktionen hier im Hessischen Landtag, zusammen mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin recht dankbar für das, was ich gehört habe vom Kultusminister zu diesem Thema, nachdem Kollege Rock ja schon sehr zu Recht darauf hingewiesen hat, es reicht nicht, das Land dadurch zukunftsfähig machen zu wollen, dass man sagt, es geht allen gut in Hessen ist alles fein, in Hessen ist alles schön, sondern dass es durchaus auch noch Baustellen gibt, wo wir auch einiges zu tun haben. Und da habe ich wenigstens bei aller Schönrednerei ein bisschen Problembewusstsein bei dem Kultusminister wahrgenommen. Die Gelegenheit sollten wir nutzen, daran anknüpfen und überlegen, wie können wir denn für die Zukunft es besser machen, wie können wir denn uns auch mal schlau machen, wie können wir auch die Landesregierung, das Kultusministerium schlau machen für die Probleme, die es in diesem Land tatsächlich gibt und für die Ideen aus der Praxis, wie es besser werden könnte. Deswegen, wir haben jetzt eben gerade nur mal kurz abgestimmt, wäre ja eine Möglichkeit, über die wir vielleicht mal über die Fraktionsgrenzen hinweg nachdenken sollten, ob wir nicht jetzt sehr schnell einladen zu einer Anhörung zu dem gesamten Problemkreis Berufsqualifizierung. Wo hängt es bei der Berufsqualifizierung? Welche Maßnahmen sind notwendig, um zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zunächst einmal die Ausbildungsfähigkeit unserer jungen Menschen so zu verbessern, dass das auch funktioniert, dass die Wirtschaft die Fachkräfte zur Ausbildung bekommt, die sie braucht? Wie können wir die Praxis des Übergangs von Schule in Ausbildung, in Beruf auch tatsächlich managen, fernab von irgendwelchen Programmen, die letztlich an der Praxisorientierung ihre Defizite haben? Wir müssen die Praxis dazu hören. Und es gibt ein großes Thema. Deswegen habe ich mich eigentlich auch zu Wort gemeldet. Das ist das Thema Sprachförderung. Wie bewältigen wir die Probleme, die in diesem Zusammenhang bestehen? Wie bringen wir die jungen Menschen, die zu uns gekommen sind, in die Ausbildung, sodass das auch funktioniert? Ich sehe Kollegen Merz. Wir hatten diese Woche einen sehr aufschlussreichen Termin zu diesem Thema. Da kann ich nur anknüpfen an das, was der Kultusminister gesagt hat. Sprache, Sprache, Sprache. Das ist das, was wir gehört haben von den Schulen, was wir gehört haben von dem Handwerk, was wir gehört haben aus der Wirtschaft, aus dem Bereich der IHK, was wir vor allem auch gehört haben aus dem Bereich der Bundesanstalt für Arbeit, das ist ja der Bundesagentur. Das ist ja durchaus eine neue Entwicklung. Die waren ja durchaus immer daran interessiert, möglichst viele junge Menschen möglichst schnell in ihre Maßnahmen zu bekommen, damit dort eine entsprechende Auslastung da ist. Das war das erste Mal, dass ich sehr genau gehört habe, das, was wir hier im Parlament schon seit Jahren fordern. Sorgen Sie dafür, dass wir schulische Angebote haben, in denen die Sprachentwicklung, die Förderung der Sprachfähigkeit
durchgeführt wird, gewährleistet wird. Das kann die Agentur nicht machen, das kann sie mit ihren Angeboten nicht, sondern die Vermittlung von Sprachkompetenz, das ist in erster Linie ist und bleibt eine Aufgabe der Schulen, und da hapert es eben im Lande Hessen. Ich will das sehr konkret sagen, weil man es nicht oft genug sagen kann. InteA ist ein fantastischer Ansatz. Das haben wir gemeinsam entwickelt, tragen wir alle gemeinsam. Aber es hat einen Kardinalfehler, und das ist das sture Festhalten dieser Landesregierung an der Begrenzung auf 2 Jahre. Wir hören von allen außer aus dem Kultusministerium, dass dies so ist und dass es eben Menschen gibt, junge Menschen, junge Geflüchtete, die nach 2 Jahren fit sind, dass wir aber auch ganz viele haben, bei denen jetzt klar ist, nach 2 Jahren reicht es nicht. Die brauchen 3 Jahre, die brauchen teilweise 4 Jahre, um den Übergang in die Ausbildung schaffen zu können, und das verweigern sie bis zum heutigen Tage. Und dann ist ein Phänomen, das war der Anlass, wieso Kollege Merz und ich die zu diesem Termin waren, von den Regierungsfraktionen ist leider niemand gekommen, obwohl alle eingeladen waren. Da geht es um die Frage der jetzt abgeforderten Praktika. Da kommt dann so ein UKAS aus dem Kultusministerium, da wo die 2 Jahre in TEA jetzt zu Ende sind und die Sprachprüfung Ende April gemacht wird. Da müssen die Schulen diese jungen Menschen in 6- bis 8-wöchige Praktika vermitteln und schicken. Nur wie das gehen soll. Das ist das Geheimnis des Kultusministeriums. Da hat man sich offensichtlich wieder einmal an der Praxis vorbei orientiert und gemeint, man kann einfach einmal so etwas in die Welt setzen. Ich sage es einmal ganz deutlich. 2.500, so über den dicken Daumen, bedeutet das, die in den nächsten Wochen für 6- bis 8-wöchige Praktika in die Wirtschaft geschickt werden sollen. Es gibt aus der Wirtschaft die klare Nachricht, wir können das nicht leisten, insbesondere nicht mit jungen Menschen, die nicht über die notwendige Sprachkompetenz verfügen. Da müssen Sie ansetzen, und da haben wir auch keine Zeit bis zur Anhörung. Das müssen wir gleich erledigen. Vielen Dank. – Nächster Redner ist Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil es wirklich bemerkenswert ist, welches Zerrbild hier vonseiten der Opposition über die Realität in unserem Land gezeichnet wird. Halten wir doch einmal fest, wir haben in der Bundesrepublik Deutschland und in Hessen einen lang anhaltenden Wirtschaftsaufschwung, Gott sei Dank. Wir haben eine Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren, Gott sei Dank. Und wir haben auch eine Situation auf dem Ausbildungsmarkt, die so gut ist wie lange nicht. Ich glaube, über diese Fakten müssen wir doch nicht streiten. Die können wir doch einfach einmal feststellen und müssen auch in Oppositionsrhetorik die Lage in unserem Land nicht schlechter malen, als sie ist, meine Damen und Herren. Wir haben einen historischen Höchststand bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Wir haben eine sehr gute und eine bessere Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Das heißt aber nicht, das heißt aber natürlich nicht, dass wir keine Probleme auf dem Ausbildungsmarkt haben. Das behauptet doch niemand. Die Debatte geht, wie kümmern wir uns um diese Probleme? Wie nehmen wir uns den Jugendlichen an, die in der dualen Ausbildung, für die übrigens nicht der Hessische Landtag zuständig ist, sondern die Arbeitgeber, damit das auch einmal hier erwähnt ist. Die Wirtschaft sollten wir nicht aus der Verantwortung lassen. Wie kümmern wir uns um die jungen Menschen, die in der dualen Ausbildung kein Angebot bekommen haben? Natürlich ist das unsere Aufgabe. Aber zur Bewältigung dieser Aufgabe bräuchte man auch als Opposition Vorschläge. Ich habe keinen einzigen Vorschlag gehört, was Sie jetzt eigentlich anders machen wollen. Und Oppositionspolitik nach dem Prinzip, ich beschreibe die Probleme größer, als sie sind,
bleibe dann aber die Antworten zur Lösung der Probleme schuldig. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Ja, wir müssen uns um die jungen Menschen kümmern, die keinen dualen Ausbildungsvertrag bekommen haben. Und das tun wir auch. Frau Kollegin Gnadl, wenn Sie beschreiben, der Übergangsbereich sei größer geworden, ja, das ist richtig. Warum ist er denn größer geworden, Frau Kollegin Gnadl? Er ist größer geworden zu einem großen Teil, weil wir einen großen Teil an Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt und den Ausbildungsmarkt haben. Nicht nur, aber auch. Und um diese Menschen kümmern wir uns. Da haben wir spezifische Programme auf den Weg gebracht, um Nachqualifizierung für die Zugewanderten, aber auch für die schon immer hier Lebenden auf den Weg zu bringen. Das haben wir doch gemacht. Das muss man doch nicht ignorieren, um ein Thema für die Opposition zu haben, meine Damen und Herren. Deshalb machen wir doch InteA an den beruflichen Schulen. Deshalb machen wir doch die Berufsfachschule für den Übergang in Ausbildung, genau weil wir den jungen Menschen helfen wollen, die in der dualen Ausbildung kein Angebot bekommen haben. Und deshalb sind wir auch dabei, bei InteA und bei den Maßnahmen der beruflichen Schule natürlich auch Anschlüsse zu schaffen. Deshalb war das schlicht und ergreifend falsch, was Herr Kollege Greilich hier vom Pult gerade gesagt hat. Was wir jedoch nicht machen, ist, das Übergangssystem an den beruflichen Schulen mal fröhlich locker bis 25 oder bis 27 ausdehnen, wie das die SPD vorschlägt, weil das der falsche Ansatz ist, wenn die duale Ausbildung Priorität hat, meine Damen und Herren. Das ist der falsche Ansatz. Und es funktioniert eben nicht, dass man in der gleichen Rede, in der gleichen Debatte von Seiten der SPD beklagt, das Übergangssystem wird größer, aber dann sagt, es müssen alle bis 25 oder bis 27 im Übergangssystem bleiben können. Das funktioniert nicht. Wenn wir also über Lösungen von Problemen reden, dann haben wir eine ganze Menge zu bieten. Von der Opposition höre ich nichts oder nur Widersprüchliches, meine Damen und Herren. Niemand erwartet von der Opposition, dass sie die Regierung loben. Niemand erwartet das. Nein, nein, niemand erwartet das. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Was wir erwarten und, glaube ich, auch erwarten können, ist, dass man wahrnimmt, was in diesem Land real geschieht. Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Wahrnimmt, was diese Regierung tut, und vor allem, wenn man meint, dass das nicht ausreichend ist, dann auch konkrete Antworten gibt, was man anders machen will. Ansonsten bleibt man beim Problembeschreiben stehen, löst aber kein einziges Problem. Wir wollen Probleme lösen und nicht nur Probleme beschreiben. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe den Ausführungen des Abg. Wagner fast nichts hinzuzufügen, aber eine Sache will ich doch in Erwiderung auf den Abg. Greilich noch sagen. Ich weiß, dass da draußen dieses irgendwie unausrottbar scheinende Gerücht herumgeistert, das Kultusministerium würde an einer starren Zwei-Jahres-Grenze für die Sprachförderung, gerade für die Zugewanderten, festhalten. Ich nutze mal die Gelegenheit, ich tue es bei jeder Gelegenheit auch draußen, ich habe es auch schon vielfach verschriftlicht, aber ich nutze jetzt die Gelegenheit, um das auch noch einmal hier von diesem Pult aus öffentlich zu erklären. Diese starre Grenze gibt es nicht, meine Damen und Herren. Diese zwei Jahre sind ein Orientierungsrahmen. Wir haben sehr wohl Schülerinnen und Schüler, die auch schneller aus der Intensivsprachfördermaßnahme herausgehen können. Und dann sollten sie das auch tun. Warum sollten wir sie dann über Gebühr da festhalten? Und nach diesen zwei Jahren geht es um eine individuelle Feststellung, ob jemand wirklich auch noch diese Form der Sprachförderung weiter braucht. Und wenn er oder sie das braucht, dann wird er sie auch bekommen. Aber wir erwarten schon eine individuelle Prüfung
Zum einen, ob nicht vielleicht die Fortsetzung in irgendeiner anderen Schulform, in einem anderen Bildungsgang erfolgversprechender wäre, weil Intea nun einmal eine reine Sprachfördermaßnahme ist. Da ist z. B. die Frage der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung im vollschulischen Bereich, die wir um Tausende von Plätzen aufgestockt haben, das Kontingent, um hier genau eine Anschlussperspektive auch für junge Menschen zu bieten. Und im Rahmen dieser Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung gibt es ja auch weiter ergänzende Sprachförderung, aber halt nicht mehr in dem Intea-Format. Das ist eine Einzelfallentscheidung, meine Damen und Herren. Und die oberste Priorität, und auch das will ich noch einmal betonen, die oberste Priorität ist, die jungen Menschen in Ausbildung zu bekommen, weil sie über die Ausbildung auch zu einem Schulabschluss kommen. Und dafür sind auch diese Praktika da. Und deswegen, jeder junge Mensch, den wir in einer Ausbildung bekommen, der soll auch aus diesen Förderprogrammen heraus, aus genau dem Grund, den Herr Wagner genannt hat, weil er in der dualen Ausbildung besser aufgehoben ist, weil er bessere Perspektiven hat, als wenn wir ihn, wenn es nicht nötig ist, weiter in entsprechenden vollschulischen Maßnahmen festhalten. Vielen Dank für diese Möglichkeit zur Frage. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das eine Problem ist, dass hier Probleme einfach schön geredet werden. Das andere Problem ist, dass Sie das auch noch mit völlig falschen Zahlen tun. Und da stellt sich der Kultusminister hier hin und sagt, dass der Übergangsbereich ist zurückgegangen, er ist kleiner geworden. 10 Minuten später meldet sich Herr Wagner und sagt, der Übergangsbereich ist größer geworden, um danach vorzuwerfen, dass aus der Opposition Widersprüchliches kommt. Also, vielleicht sollten Sie sich erst einmal selber erst einmal überlegen, wie Sie argumentieren. Nein, es ist mir eine noch größere Freude, Ihnen zu sagen, Herr Wagner, wie es wirklich ist. Weil auch hier kann man nachlesen, Seite 45 des Berichts. Ich kann Ihnen sagen, wie es mit dem Übergangsbereich ausschaut, also zumindest was das Wirtschaftsministerium dazu sagt. Das hat ja jetzt heute noch nicht geredet. Hier steht, dass 22.800 Menschen neu angefangen, als Anfängerinnen im Übergangsbereich sind. Ja, richtig. Das sind 27% mehr als im Vorjahr. Und insgesamt, jetzt nicht nur die, die angefangen haben, sondern insgesamt sind es 29.000 Jugendliche im Übergangsbereich. Davon sind 7.400, also ungefähr ein Viertel, in Intea. Das heißt, also wir haben eine Ausweitung des Übergangsbereichs, weil die sind ja nicht nur ein Jahr im Übergangsbereich, sondern sie sind dort länger. Das heißt also, die Zahlen haben zugenommen. Und deshalb haben wir hier ganz konkrete Forderungen gestellt, nämlich, dass man den Übergangsbereich reformiert, dass man ihn umbaut, dass man dafür sorgt, dass die Menschen, die aus dem Übergangsbereich rausgehen, eben auch eine Anerkennung, eine berufliche Anerkennung bekommen und das nicht einfach als verlorene Jahre empfinden. Ich will noch einmal deutlich machen, hier haben alle gesagt, dass wir die duale Berufsausbildung wollen. Und natürlich haben wir davon gesprochen, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Selbstverständlich ist das die erste Aufgabe. Und es geht hier auch, ich kann Ihnen gerne meine Rede noch einmal zeigen. Ich habe mehrfach gesagt, Herr Wagner, dass die Unternehmen in der Verantwortung sind. Und da sie dem nicht freiwillig nachkommen, man sie mit einer Unternehmensumlage, mit einer Ausbildungsplatzumlage auch darauf drängen sollte und im Vergabegesetz regeln sollte, dass man die Ausbildung eben auch da berücksichtigt. Und das hat überhaupt nichts mit Feindbildern zu tun, weil natürlich bilden viele Unternehmen aus. Das ist doch gar keine Frage. Aber es sind eben in Hessen leider nur noch jedes fünfte. Und diese Unternehmen, die wollen wir unterstützen. Durch überbetriebliche Ausbildung, durch Ausbildungsverbünde, durch ein vernünftiges Vergabegesetz, durch eine Ausbildungsplatzumlage. Natürlich sind die Unternehmen hier in der Pflicht, meine Damen und Herren. Man muss sich natürlich die Zahlen, und das ist die Trick, was Herr Bocklet vorhin gemacht hat, man muss sich natürlich die Zahlen zum 30.09. anschauen. Weil die geben doch Ausschluss darüber, wie viele Bewerberinnen und Bewerber unversorgt geblieben sind. Weil wer zum 30.09. unversorgt ist, der sucht sich natürlich Alternativen. Der bleibt in der Schule, der macht ein Praktikum, der geht ins Übergangssystem. Deswegen muss man sich die Ja, wenn jemand in einer Maßnahme ist, die ihm keinen Berufsabschluss gibt, dann ist er unversorgt, Herr Bocklet. Genau das ist der Punkt, dass das Übergangssystem ist doch keine Alternative zur betrieblichen Ausbildung. Ich habe nur noch anderthalb Minuten. Ich habe nur noch anderthalb Minuten. Ich kann jetzt leider keine Zwischenfrage zulassen. Und
Diese Zahlen muss man sich anschauen. Und, Herr Wagner, dann sagen Sie, die Wirtschaftslage hat sich doch verbessert, die Beschäftigungszahlen nehmen zu und die Auszubildendenzahlen auch. Nein, das stimmt explizit nicht. Ich darf Ihnen das sagen, dass die seit 2010 die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 7% angestiegen ist, aber die Zahl der Auszubildenden um 6,1% gesunken ist. Und ich darf Ihnen auch zitieren, zu welcher Schlussfolgerung das Wirtschaftsministerium kommt. Nämlich Beschäftigung und Ausbildung haben sich insofern aktuell entkoppelt. Wir haben hier eine Lücke zwischen einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, ja, und einem Rückgang der Ausbildung. Ich lese ja, was die Landesregierung hier so publiziert, würde ich Ihnen auch empfehlen, Herr Wagner, dann könnten wir besser darüber diskutieren. Und ein Letztes. Herr Wagner, es ist Ihr gutes Recht, die Vorschläge der Opposition grundsätzlich für falsch zu halten. Und, Sie können das alles für falsch finden, aber zu behaupten, nach dieser Debatte, die Opposition hätte keine Vorschläge gemacht, das ist ehrlich gesagt eine Frechheit. Also, die SPD, hat ja in ihrem Antrag eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Ich würde sagen, da fehlt noch der eine oder andere, den könnten wir noch hinzufügen. Da sind eine ganze Menge Vorschläge. Und wenn Sie konkret etwas machen wollen, wie wäre es denn, wenn Sie dafür sorgen, dass der öffentliche Dienst in Hessen wieder vernünftig ausbildet? Das wäre etwas ganz Konkretes, das könnten Sie ganz schnell machen, Herr Wagner. Und ansonsten, letzter Satz, Frau Präsidentin. Und ansonsten, Herr Wagner, wenn Sie Interesse haben an der vertieften Debatte, ich finde, dass von der FDP, von Herrn Greilich, doch ein vernünftiger Vorschlag gemacht wurde, hier auch eine öffentliche Anhörung zum Thema zu machen, dann können wir das doch alles miteinander diskutieren. Können Sie doch einmal zustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Meine Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will zunächst einmal feststellen, und da bin ich ganz bei dem, was der Kultusminister gesagt hat, dass ich mich über diese Debatte freue. Und Kolleginnen und Kollegen, von der SPD, der Sie diesen Antrag gestellt haben, ich will zunächst einmal ganz nüchtern feststellen, dass ich mich freue, dass Sie sich in diesem Antrag intensiv beschäftigen mit der beruflichen Bildung und mit der Gleichwertigkeit zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung. Sie müssen allerdings damit rechnen, dass wir Sie dann bei einem solchen Antrag, den Sie vorgelegt haben, in Zukunft auch ernst nehmen, wenn es um die Frage geht, wie schaffen wir diese Gleichwertigkeit, Herr Merz? Und wie schaffen wir es endlich, dass wir in dieser Gesellschaft einen Sinneswandel erreichen, in dem mehr Menschen das so sehen, wie wir das als Union schon immer gesehen haben. Und jetzt will ich gar keine Rechthaberdebatte führen und über Statistiken mich hier auslassen. Ich hatte ja schon vermutet, dass Frau Wissler uns den Bericht komplett vorliest. Es ist ihr gutes Recht. Ich habe nur 5 Minuten, deswegen lass uns doch einfach bei der Sache bleiben. Es ist ihr gutes Recht, dass Sie Dinge reklamieren und dass Sie sagen, es gibt eine Reihe von Dingen, die man verbessern kann. Und ich habe jedenfalls keinen von Seiten der Regierungsfraktionen und auch nicht den Minister so verstanden, dass er sagt, die Welt ist in Ordnung und es gibt keine. Ich möchte ungern lauter reden. Jetzt lass es doch mal. Also, ich habe da niemanden gehört, der das, was Sie unterstellt haben, so vorgetragen hat. Ich will auf das grundsätzliche Problem eingehen, das wir in unserer Gesellschaft haben. Und jetzt sage ich ausdrücklich Statistik hin, Statistik her. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie in die Unternehmen, Herr Schäfer-Gümbel macht das ja auch hin und wieder, habe ich gelesen, aber andere auch, in die Unternehmen in Hessen kommen und fragen, was sind denn für Sie zurzeit die größten Herausforderungen, dann höre ich in 9 von 10 Fällen, dass Unternehmen nicht in der Lage sind, ihre Ausbildungsplätze und ihre Facharbeitsplätze zu besetzen, aber in allererster Linie die Ausbildungsplätze zu besetzen. So, und wenn man sich fragt, woran das liegt, muss man sich vielleicht mit einer grundsätzlichen statistischen Veränderung und gesellschaftlichen Veränderung in diesem Land beschäftigen, nämlich dass wir seit 2013 erstmalig in der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland mehr Studienanfänger hatten als Anfänger in Ausbildungsverhältnissen. Das werden Sie nicht bestreiten.
Wenn es jetzt so sein sollte, dass sich das noch nicht in der Statistik niederschlägt, verspreche ich Ihnen, werde ich heute Nachmittag Herrn Ehinger und Herrn Flammer, das ist der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der IHK, anrufen in Hessen und sagen, ihr solltet eure Betriebe mal bitten, dann diese offenen Stellen auch zu melden. Da haben wir nach wie vor ein großes Defizit. Ich treffe in der Regel auf Betriebe, die sagen, es hat überhaupt keinen Sinn, ich brauche das nicht im Arbeitsamt oder der Arbeitsagentur zu melden, weil es kommt sowieso keiner. Ich halte das für falsch, Herr Merz, sage ich ausdrücklich. Ich will damit nur sagen, ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass wir ein riesengroßes Problem haben, junge Menschen in Ausbildungsverhältnisse zu führen. Und wenn das so ist und Sie jetzt sagen, anders als Sie häufig in bildungspolitischen Debatten das intonieren, dass Sie der Meinung sind, dass die berufliche Bildung absolut gleichwertig ist, dann lass uns doch den nächsten gemeinsamen Schritt gehen, Herr Merz, und sagen, dann müssen wir das den jungen Menschen auch sagen. Dann müssen wir beispielsweise Eltern von Viertklässlern in der Grundschule sagen, bei der Entscheidung weiterführende Schule, es gibt auch andere Wege als den zum Abitur. Und ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Ich habe Ihnen, auch Herrn Schäfer-Gümbel, konkret die Frage gestellt, ob der Satz der Vorgängerin noch stimmt, dass alle anderen Wege außer Abitur und Gymnasium nur nach unten führen. Lassen wir das heute. Aber Sie müssen sich dann bitte mal eindeutig dazu bekennen, dass das so ist und dass wir jeden Menschen so nehmen sollten, wie er vom lieben Gott oder der Natur oder woran Sie auch immer glauben, ausgestattet worden ist und ihn in seiner Individualität adäquat beschulen. Dann wären wir schon einen großen Schritt weiter, wenn wir nämlich jungen Menschen sagen, ein mittlerer Bildungsabschluss, eine anschließende Berufsausbildung und all die Wege, die der Kultusminister beschrieben hat, sind genauso gut wie der unmittelbare Gang aufs Gymnasium und häufig ein Scheitern auf einer Schulform, für die das Kind eben möglicherweise noch nicht oder nicht geeignet war. Und ich will durchaus konzidieren, und dann bin ich gleich schon am Ende meiner Redezeit. Ich gehe nicht so weit wie der damalige Berater des Bundeskanzlers Schröders, Nieder Rübelin aus München, der vom Akademisierungswahn gesprochen hat. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass man akademische Ausbildung und berufliche Bildung nicht gegeneinander ausspielt. Weil wir brauchen Akademiker, wir brauchen gut ausgebildete Akademiker genauso wie gut ausgebildete Fachkräfte. Aber was wir nicht brauchen, sind Akademiker, die auf Druck ihres Umfeldes, möglicherweise auch des Elternhauses, am Ende sich in die Hochschule gehangelt haben, um dort entweder in den ersten drei Semestern das Studium abzubrechen oder aber einen Studiengang zu belegen, der vielleicht schön ist, aber vielleicht nicht so ganz marktkonform ist, wenn Sie sich einmal die Schieflagen. Ja, Frau Wissler, vielleicht sollten wir jungen Menschen sagen, dass man, wenn man das Studium beginnt, auch einmal darauf achtet, wie sieht es denn mit den möglichen Anschlussverwendungen nach dem Studienabschluss aus und Sie nicht einfach darauf losstudieren. Kollege Boddenberg, es wird sich schon irgendwie finden. Das gehört zu einer verantwortungsvollen Bildungspolitik genauso dafür wie die Debatte, die wir heute hier führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der SPD dankbar. Letzter Satz. Und ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam über die Individualität der jungen Menschen oder eines jeden Menschen und adäquate Bildungsabschlüsse diskutieren. Da haben wir gemeinsam viel zu tun. Danke für die fröhliche Debatte. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Kollege Merz, Redezeit 5 Minuten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin ja schon froh, dass man hier mehr als eine Platte zu hören kriegt aus den Reihen der Regierungsfraktion. Das war jetzt bei Herrn Kollegen Boddenberg erfreulicherweise der Fall und beim Kultusminister jetzt schon zweimal, ganz im Gegensatz zum Kollegen Wagner, der wirklich nur eine Platte hat, und die ist extrem verkratzt. Extrem verkratzt und führt überhaupt nicht weiter. So, jetzt habe ich gelobt, jetzt ist auch mal gut. Also, Herr Boddenberg, Herr Boddenberg, das war bei aller Anerkennung, dass Sie wiederum anerkannt haben, dass wir schon sehr lange sagen, dass Sie das jetzt auch gemerkt haben, dass wir schon sehr lange von der Gleichberechtigung von akademischer und beruflicher Bildung reden. Dass Sie das jetzt auch bemerkt haben, ist auch gut. Das lobe ich noch einmal. Aber natürlich war das ein Ablenkungsmanöver. Es war ein Ablenkungsmanöver, was Sie hier gemacht haben. Sie haben konsequent über einen Punkt geredet, um den es bei dem Antrag nicht ging. Natürlich ist es richtig, dass auf dem Ausbildungsmarkt die demografische Entwicklung eine entscheidende Rolle spielt und dass für die wirtschaftliche Entwicklung der Fachkräftemangel eine ernsthafte Herausforderung, um nicht zu sagen eine Bedrohung ist. Darum ging es hier aber nicht in erster Linie.
Hier geht es um die Jugendlichen, die trotz dieser Situation, wo händeringend nach qualifizierten Fachkräften sowohl mit akademischer als auch ohne akademische Ausbildung gesprochen wird, die auf diesem Ausbildungsmarkt keine Chance haben, außer durch besonders nachhaltige Unterstützung. Um die ging es hier in allererster Linie. In allererster Linie. Und deswegen ist das alles richtig, was Sie gesagt haben, war aber an unserem Thema vorbei. Und jetzt will ich einmal versuchen, über einen Punkt zu sprechen, den Kollege Greilich angesprochen hat und auf die der Kultusminister repliziert hat. Ich nehme die Debatte einmal so, dass es in der Tat lohnt, über die Reorganisierung des Programms InteA en Detail zu reden, beziehungsweise dass es nicht nur lohnt, sondern dass es dringend erforderlich ist, weil das mag alles so sein, wie Sie sagen, Herr Minister, aber die Realität, die ja nicht erst am Montag bei dem Termin, bei dem wir gemeinsam waren, wiedergespiegelt worden ist, sondern wir hatten vor nicht allzu langer Zeit ein ausführliches Fachgespräch mit den InteA-Fachleuten, das ist noch kein Jahr her, wo die Lage noch viel dramatischer geschildert worden ist. Und wenn Sie sich einmal vergewissern, dass die Antwort der Landesregierung auf den Berichtsantrag meiner Fraktion einen sehr ausführlichen Berichtsantrag war, dann wird an vielen Stellen auf sehr konkrete Probleme hingewiesen. Und deswegen ist dieses, weil die Flüchtlinge eine der großen Gruppen sind, um die es hier geht, Herr Boddenberg. Auch auf der anderen Seite, richtig, es gibt auch viele, die ohne Weiteres in Ausbildung einmünden können, aber eben viele nicht. Deswegen ist dieses einer der zentralen Punkte. Und es ist auch notwendig, über die Struktur von Fördermaßnahmen noch einmal nachzudenken. Ich sage seit vielen Jahren, dass die Maßnahmenlogik, die wir seit 20, 30 Jahren kennen, seit 20, 30 Jahren kennen, im Kern verfehlt ist, weil sie immer versucht, die Jugendlichen unter eine Maßnahmenlogik zu subsumieren, wo es darauf ankäme, eine maßgeschneiderte Maßnahme für einen Jugendlichen, dessen Problem ich klar erkannt und definiert habe, zu schneiden. Darauf käme es an, das wäre der Punkt. So, und jetzt noch ein letzter Satz oder ein paar letzte Bemerkungen zum Kollegen Wagner. Also, es ist ja jetzt schon gesagt worden, dass man nicht von der Opposition Maßnahmen oder Vorschläge verlangen kann, um sie dann anschließend abzuqualifizieren. Das haben Sie natürlich wieder getan mit dem Vorschlag, das Recht auf den Besuch einer Berufsschule auf 27 Jahre hochzusetzen. Wir hätten das auch auf 25 Jahre. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass 27 richtig ist, weil das die Reichweite des Kinder- und Jugendhilferechts ist. Wenn Sie sich auch nur noch einmal eine Sekunde erinnern, wenn Sie dabei waren, ich glaube, Sie waren dabei, an die Anhörung zu unserem Gesetzesvorschlag, dann werden Sie festgestellt haben, dass aus der Praxis von Menschen, die mit der Zielgruppe, über die ich hier rede, umgehen, und zwar jeden Tag in konkreter Praxis umgehen, sehr viel Zustimmung zu diesem Vorschlag zu hören war und dass es überhaupt nicht darum geht, diese jungen Menschen in ein Übergangssystem zu zwängen oder es auszuweiten. Es ging einzig und alleine darum, jungen Menschen eine Möglichkeit mehr zu bieten, als sie derzeit haben, bzw. ihnen nicht künstlich, weil wir das so gewohnt sind von Alters her, künstlich eine Möglichkeit zu nehmen. Darum ging es, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn Sie weitere Vorschläge wollen, hier sind 9 Kapitel mit teilweise bis zu 10 Vorschlägen. Lesen bildet selbst den Vorsitzenden der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Hessischen Landtag. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will mich nur ganz kurz zu drei Punkten äußern, zumal ich mich in vielem auf den Kollegen Merz beziehen kann. Erster Punkt, 2 Jahre InteA. Herr Minister, wir sind uns einig, das ist der sture Regelfall, den Sie in der Tat verkündet haben, mit einem ganz engen
Ausnahmeportfolio. Das stellt kein Mensch in Abrede. Aber das Entscheidende ist, dass Sie dann hoffentlich, wenn ich das ernst nehmen soll, was Sie hier gesagt haben, in Zukunft den Schulen auch die ausreichende Lehrerzuweisung geben für die Beschulung über die zwei Jahre hinaus. Wenn Sie diese Änderung vorhaben, Herr Minister, werden Sie dafür unsere Unterstützung sicherlich finden. Die Schulen werden sich freuen. Zweiter Punkt, und das hängt ganz eng damit zusammen. Kollege Merz hat eben schon einmal die Frage der Berufsschulpflicht bzw. der Schulpflicht insgesamt der Anhebung der Altersgrenze angesprochen. Der Kollege Wagner versucht dann da immer irgendeine Chimäre zu machen. Sie wollen die Kinder, die jungen Leute alle bis 25 oder 27 in die Schule schicken. Sie wissen genau, dass das Unsinn ist. Das ist schlichter Unsinn. Es geht ausschließlich, und da sind wir wieder bei dieser Frage der Begrenzung auf zwei Jahre und der Altersbegrenzung, die wir da haben, was die Schulpflicht angeht. Es geht um die Berechtigung zum Schulbesuch, und zwar so lange, bis in der Tat die Ausbildungsfähigkeit gegeben ist. Darum geht es, um die Ausbildungsfähigkeit, Herr Kollege Wagner. Und ob die ist eben, wenn ich erst mit 25 anfange, im Zweifelsfall auch erst mit 27 gegeben. Nur darum geht es. Es geht nicht darum, Schule statt Ausbildung, statt dualer Ausbildung, sondern Schule damit, Herr Kollege Wagner, duale Ausbildung überhaupt möglich wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und als dritten und letzten Punkt will ich an dieser Stelle noch einmal das Thema Praktika erwähnen. Kollege Boddenberg hat ja versprochen, er ruft nachher Herrn Ehinger und andere an, um einmal zu klären, wie das mit Ausbildungsplätzen ist. Da brauchen Sie, glaube ich, nicht viel zu klären, aber den Anruf sollten Sie trotzdem machen. Nicht etwa wegen Ausbildungsplätzen. Wir wissen, dass es die gibt und dass man die nicht besetzen kann. Und das entscheidende Problem ist, dass eben nicht die Bewerber da sind, die geeignet sind für diese Ausbildungsplätze. Und was wir brauchen, was Ihr Kultusminister abfordert von den Schulen, sind über den Daumen zwischen 2.000 und 3.000 Plätze für Langfristpraktika schon zum 1. Mai für die Monate Mai, Juni. Fragen Sie einmal nach, ob irgendjemand bereit ist und in der Lage ist, diese Plätze zur Verfügung zu stellen, wenn Sie vor Ort mit den Betrieben reden, hören Sie die Antwort, tut uns leid, 6 bis 8 Wochen macht erstens keinen Sinn, zweitens haben wir die Plätze nicht, wir brauchen diejenigen, die das entsprechend so organisieren, dass letztlich ein Praktikum auch einen Sinn macht, und dann können wir die Praktikumsplätze zur Verfügung stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fasse das zusammen, Ihr Problem ist die Realitätsverweigerung in diesem Bereich. Das können wir ja insbesondere im Schulbereich, im Bildungsbereich schon seit Längerem. Das werden wir auch heute Nachmittag noch einmal diskutieren, was Sie machen sollten. Und da habe ich die Signale aufgenommen. Ist in der Tat, gehen Sie auf unseren Vorschlag ein, machen Sie mit uns gemeinsam eine öffentliche Anhörung, machen Sie die bald, damit wir auch noch sehr schnell Konsequenzen daraus ziehen können. Vielen Dank. Nächster Redner, Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei und von der SPD, die FDP hat eine andere Richtung in vielen Punkten. Ich habe, das können Sie im Wortprotokoll nachlesen, zu Beginn und zum Ende meiner Rede eindeutig festgestellt, dass wir zum einen eine durchaus gute Situation haben, aber dass wir auch viele Probleme haben und eine Dauerbaustelle ist und dass es eine Daueraufgabe ist. Und das ist keine Schönrednerei. Und wenn man über Reflexe redet, sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, dass nicht immer, wenn man Ihnen 100% recht gibt, dass es nicht gleich eine Schönrednerei ist. Vielleicht antworten wir in diesem, lassen wir einfach mal die Reflexe, Herr Kollege Rock, Sie haben es auch gesagt, Schönrednerei. Keiner hat hier schön geredet. Wir haben die Probleme benannt. Und jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Wissler. Wenn Sie der Meinung sind, wir würden alles schönreden, warum zitieren Sie eigentlich unseren eigenen Berufsbildungsbericht? Warum zitieren Sie ihn eigentlich, wenn Sie glauben, dass da so viel Kritisches drinsteht? Da müssen Sie jetzt einmal entscheiden, negieren wir die Probleme oder benennen wir die Probleme? Ich bin der Meinung, wir benennen die Probleme. Nur im Unterschied zu Ihnen kommen wir auch zu Lösungen. Das ist der Unterschied, was uns zu Ihnen unterscheidet. Und jetzt komme ich einmal zu dem Thema Lösungen, Frau Kollegin Wissler, im Namen der Linkspartei. Es ist so, ich habe es Ihnen benannt, wir haben 27 Millionen
Das ist ja schon selten für Sie, Frau Wissler, wenn Sie einmal sagen, es ist kein Geldproblem. Mein Zettel ist runtergefallen, das schaffe ich auch so. 27 Millionen € für Ausbildungskostenzuschuss und Ausbildungsbudget, 117 Millionen € für schulische Vorbereitung, 33 Millionen € für Ausbildungsgelder der Bundesagentur für Arbeit. Die Linkspartei sagt, es liegt mal nicht am Geld. Ich bin ja froh, dass Sie ein einziges Mal sagen, es ist genug Geld im System. Wir sagen danke für die Anerkennung. Es ist Geld vorhanden. So, jetzt ist die zweite Frage. Das muss man ins Protokoll. Ich kenne kein Thema, wo Sie nicht sagen, wir müssen noch den Reichen das Geld abnehmen und da reinstecken. Können wir doch einmal festhalten. So. Ja, ich finde auch etwas Positives. Jetzt kommen wir zu der Frage, was Sie denn wollen. Und jetzt halte ich einmal fest, wir haben 1.800 unversorgte Jugendliche. Warum sind die denn unversorgt? Das ist die Bundesagenturstatistik vom Februar 2018. Jetzt hören Sie doch einmal auf. Jetzt hören Sie doch einmal auf, ein Berufsbildungsbericht von 2017, der Zahlen hat von 16. Ich nehme die von gestern ausgedruckt, 1.800 unversorgte Jugendliche. Was? Jetzt lassen Sie doch einmal, halten Sie mal eine Sekunde die Luft an. So. Diese Jugendlichen haben Folgendes durchlaufen. Ich habe selbst als Sozialarbeiter in einem Berufsbildungswerk gearbeitet. Bei uns sind diese Jugendlichen gelandet. Warum sind sie denn bei uns gelandet? Weil sie vorher über die Schulen, entweder selbst oder über die Schulen, Bewerbung geschrieben haben und weil sie keinen Ausbildungsträger oder keinen Unternehmer genommen hat. So, das ist doch so die Ausgangssituation. Sie wurden mit ihrer Bewerbung waren sie erfolglos. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum waren sie erfolglos? Und wenn Sie mit den Menschen aus den Betrieben reden, dann hören Sie, weil ihnen bestimmte Grundqualifikationen gefehlt haben. Sie konnten zu wenig die deutsche Sprache, sie konnten zu wenig rechnen oder schreiben, und deswegen konnten sie nicht genommen werden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Jetzt werfen Sie der Landesregierung vor, dass sie sich um diese Menschen kümmern. Wo landen die denn? Die landen im Übergangssystem. Das nennen Sie so respektlos. Das sind Einstiegsqualifizierungen. BVJ, BG, Bund Berufsgrundbildungsjahr, Einstiegsqualifizierung, Orientierungsmaßnahmen, Nachholen vom Hauptschulabschluss. Das ist doch alles das, was Sie auch im Übergangssystem nennen. Ich nenne das, das sind Hilfen, um Jugendliche wieder fähig zu machen, dafür einen Ausbildungsplatz im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Und das ist dringend notwendig. Das ist dringend notwendig, weil wir uns individuell um jeden Jugendlichen, der keinen Ausbildungsplatz selbst gefunden hat, weil wir uns um die kümmern müssen. Hören Sie doch so auf, dieses Übergangssystem so respektlos zu behandeln. Wir helfen den Jugendlichen, wieder einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das ist doch die Wahrheit. So. Und jetzt setzen Sie sich auch einmal damit auseinander, dass es 2.600 offene Stellen gibt im Februar. Es ist doch nicht so, dass Sie mit einer Ausbildungsgarantie, wie Sie meinen eine Ausbildungspflicht. Wir können bestimmte Unternehmen nicht zwingen, alle Bewerber zu nehmen, weil sie sagen, ihnen fehlen bestimmte Qualifikationen. Das ist doch ein Problem. Und bestimmte Jugendlichen erreichen das nicht. Deswegen müssen wir ihnen helfen. Und diese Garantie, die wir gegeben haben, ist, dass wir ja, wir schaffen es, jedem Jugendlichen ein Angebot zu machen, ob in der Ausbildung, und wenn sie das nicht schaffen, in der Ausbildung, machen wir betreute und begleitete Ausbildung. Und wenn sie das nicht schaffen, kriegen sie noch eine Einstiegsqualifizierung. Wir führen entweder hin oder wir bieten ihn an. Das ist für jeden Jugendlichen ein Angebot. Wir wollen keinen zurücklassen. Und Sie tun das respektlos behandelt. Das ist falsch, ein falscher Ansatz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der letzte Punkt zur SPD, das ist ein Dauerlautsprecher. Lernen Sie das bei Ihnen in der Partei? Also, wir haben so gesagt. Die SPD als letzter Punkt. Das geht von meiner Redezeit ab, dass ich die Hälfte der Zeit Sie zur Ruhe bitten muss. So, ich sage Ihnen noch, ohne ihn zu Ende, Herr ja, genau. Da waren noch 13 Sekunden drauf. Die SPD macht Vorschläge, die keine Vorschläge sind, weil sie schon längst in Schulgesetzen verankert sind, wie Berufsorientierung. Sie wollen mehr für den Übergangsbereich noch tatsächlichen Förderbedarf. Nein, wir nehmen nicht den Überförderbedarf nur für Menschen, sondern wir schmeißen das Geld aus Spaß raus. Das ist doch eine Binsenweisheit. Kollege Bocklet, bitte letzter Satz. Ich komme zum Schluss. Ihre Vorschläge, ich habe es schon vorhin gesagt, von liebe Kollegin von der SPD, die sind schon längst auf dem Weg. Man braucht diese Belehrung nicht. Deswegen hat der Kollege Wagner recht. Versuchen Sie sich doch einmal etwas Neues einfallen zu lassen. Diese Platte ist alt und verkratzt. Danke schön. Zwischen geht noch. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine Wortmeldungen mehr. Ich will noch einmal erklären, weil zwei Kolleginnen und Kollegen noch einmal reden wollten. Bei der zweiten Rede von Kultusminister Lorz hatten drei Fraktionen noch nicht die Redezeit für die erste Runde danach verbraucht. Deswegen steht Ihnen danach weitere Redezeit zu. Das gilt nicht für die Fraktionen der CDU und der LINKEN. Die kamen erst danach an die Reihe.
Gut, also sind wir am Ende der Debatte. Und die Anträge 61, 60 aus 19 und 61, 88 aus 19 werden federführend in den SIA, mitberatend in den KPA und den WKA überwiesen. WVA.